Mann, ey. Warum? Warum? Das war ein so guter Take. Nochmal rum. 3, 2, 1, go. Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Und ich hatte gerade einen richtig guten Take, komplett die News aufgenommen, gedacht aufgenommen gehabt zu haben. Ich habe einfach vor die Kamera gesprochen, ohne dass sie aufgenommen hat. 10 out of 10, ich kann nochmal aufnehmen. Who cares? Ist sowieso nicht so viel passiert diese Woche. Denn, wie gesagt, wir hatten eigentlich nur eine einzige Karte, über die wir hätten sprechen können. Und ansonsten gar nichts. Aber Konami, dachte ich mir so, okay, vielleicht über Nacht kommt noch was. Es ist doch was gekommen und deswegen machen wir heute ein bisschen später die News, weil wir haben nochmal eine Karte dazu bekommen, über die man noch sprechen kann. Ansonsten ist wirklich halt momentan einfach nothing los. Also das nächste, was uns wahrscheinlich jetzt mal wieder neue News bringen wird, wahrscheinlich der Tin Release sein, der demnächst ist. Vielleicht wird auch die OCG mal so ein bisschen, auch was das neue Hauptset angeht, mal ein bisschen aus dem Saft kommen. Ich habe keine Ahnung. Konami, was ist das? Wollt ihr nicht mal irgendwie mal das ein bisschen besser verteilen mit den News? Es ist immer so ganz viel, ganz viel, ganz viel, ganz viel und dann wieder so nichts, 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 ganz viel, ganz viel, ganz viel, nichts, nichts, nichts. Das können wir ein bisschen streuen, sodass es ein bisschen konstanter ist. Da können wir auch entspannt sich jede Woche auch mit dem Thema auseinandersetzen und nicht so dieses erstmal gar nichts, lange Zeit, erstmal so leerlaufen und danach halt einfach arbeiten ohne Ende. What is this? Ihr überfordert die Leute auch ein bisschen und unterfordert sie gleichzeitig, anstatt das einfach konstant zu liefern. Vor allem, ihr habt auch die volle Kraft, das oder die volle Macht darüber, welche News ihr wann und wo ausstreuen wollt. Aber irgendwie so ein Plan dahinter ist auch nicht. Ach, ist das halt so. Wie zum Beispiel auch die Bandlist, über die wir ja halt letzte Woche halt ja unsere News halt ein bisschen früher gemacht haben als üblicherweise, weil wir wussten ja den Termin der Bandlist, deswegen haben wir es halt letzte Woche Samstag halt darauf reagiert. Jetzt ist es halt mittlerweile gedroppt. Wir haben halt darüber auch schon gequatscht hier in den Videos vergangene Woche quasi. Falls ihr das mal abchecken wollt, wird das mal alles mal verlinkt sein, aber ich muss jetzt hier nicht nochmal stark drauf eingehen. Wir haben schon mehr oder weniger darüber mehr als genug gequatscht und ja. Ich wollte nur mal erinnern, falls für irgendwelche Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil die, keine Ahnung, vielleicht nicht so aktiv sind, was Yu-Gi-Oh! Angeht. Und dann kommen wir halt zu eigentlich der einzigen Karte, die wir über die hätten heute sprechen sollen, aber wie gesagt, wir haben noch eine zweite, aber wir haben jetzt den Indigo Ice Silver Dragon, das ist glaube ich die letzte Karte aus dem Structure Deck, ist ein Xyz Monster für das Thema. Ein bisschen weird zu denken, so hä? Ich dachte von den drei Themen halt so Red Eyes, Blue Eyes und Dark Magician. Wenn Dark Magician und Red Eyes das Xyz Deck und das ist eher so halt das Fusion Schrägstrich ja gut, Fusion hat es gefühlt alle irgendwie so ein bisschen, aber halt so, eher das Synchro-Thema, jetzt kriegen sie ja auch in Xyz, damit halt auch jeder in Xyz gefühlt hat. Und heutzutage ist es halt so, früher hat man halt gesagt, man macht so, bedient halt diese einzelne Nischenmechanik, jetzt sagt man einfach, jedes Deck bekommt einfach gefühlt fünfmal jede Beschwörungsmechanik einfach rein und dann können sie sich aussuchen, was deren Charakter eigentlich ist. I guess. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Auf Xyz haben ist das quasi eine Art Massen-Negate. Kann halt nicht angreifen, es sei denn, es hat ein Vanille-Eis-Material, denn das Ding hat ein ordentliches Deck. Und man kann einen Normal Reborn aus dem Grave oder der Vanished Zone für einen Detach. Aber dabei halt nochmal seine ATK pushen. Und es ist halt ein Achter, der halt schon mal 4K hat, was halt schon mal nice ist. Und dann kann man den halt nochmal, oder da kann man halt nochmal Monster nochmal Reborn, die halt auch nochmal stärker werden, was halt sehr, sehr nice ist. Ist eigentlich eine theoretisch coole Karte halt für Going Second, eine Art OTK-Maschine, würde man sagen. Und halt theoretisch ein Out gegen nervige Karten, die einem vielleicht auf die Eier gehen. Theoretisch kann man Floodgates outen, wenn man halt bis zu ihm kommt. Oder halt solche Karten, wie halt zum Beispiel Runic Fountain oder sowas, einfach ausstellen. Da gibt es schon eine Menge Utility-Boardbreaker. Also die Karte klingt schon mal gar nicht so schlecht. Man muss halt nur gucken, momentan der Spielstil hat sich ja quasi mehr oder weniger eher nicht so Xyz-based orientiert, sondern halt eher Synchro-based, weil Dragons haben sowieso allgemein einen guten Pool und Blue Eyes mit seinen ganz spezifischen Extra-Deck-Monstern, da konnte man halt super geile Bridges bauen mit den neuen Karten, die halt angekündigt worden sind. Jetzt muss man das Xyz-Monster inkorporieren, wenn man das denn möchte. Aber da hat Konami jetzt auch sich gesagt halt, wie gesagt, über Nacht kam dann doch nochmal eine News raus, neue V-Jump-Promo, die halt auch da so ein bisschen in die Kerbe reinschlägt und vielleicht spielt man dann halt die Karte mit dazu, damit man in die Kombos gehen kann. Das ist nämlich Dragolithia Kunside. Ist quasi so eine Art Extender aka Magician Souls, könnte man sagen, aber halt für so Vanilla High-Level-Decks. Supportet halt, wie gesagt, so Decks wie halt auch Blue Eyes, Red Eyes oder Dark Magician, weil die halt ja auch Vanilla spielen. Aber der ist halt ein 8er Erde-Drache, ob die halt damit so viel anfangen können. Also wahrscheinlich nicht als Xyz Material, aber als Link Material kann man den bestimmt verwenden oder vielleicht als Fusion Material auf irgendeine Art und Weise.
Aber sonst könnte man sagen, okay, der ist schon ein bisschen eher so Blue-Eyes-themed. Weil wenn ich an Achter Erde-Drache denke, dann denke ich wieder diese Mythical Dragons, die ja, keine Ahnung, Shadow Specters oder so ausgekommen sind, zusammen mit den Dragon Rollern und so, dann hat man halt irgendwie Achter auch gemacht, das ist dann irgendwie so ein bisschen dahin. Und der funktioniert ja nicht genauso, aber der hilft halt dem Deck halt auch so mit so einem Erde-Type noch mit dazu. Und der hat noch einen zweiten Effekt und da kann er sich selbst aus dem Grave banishen, um aus dem Grave halt einen normales Monster halt rauszubeschwören. Also theoretisch zusammen mit Indigo Eyes klingt das Ding halt super geil für den Spielaufbau. Wenn man halt mit ihm detachen kann, einen Reborn und dann halt den nochmal aus dem Grave banishen kann, um dann nochmal zu Reborn. Absolut nuts! Leider kann man aber halt nur einen von beiden Effekten pro Spielzug benutzen. Das heißt, man kriegt nicht beide Effekte. Das heißt, man muss ihn entweder halt als Extender benutzen, damit man überhaupt in sein Play gehen kann. Oder dass man ihn halt als quasi Discard-Fodder, Mill-Target hat. Oder halt als One-Off irgendwie quasi halt über andere Wege aus dem Deck holen kann. Wenn das Deck halt hinkriegen kann, dann ist das eine super One-Off, weil das Ding ist halt quasi, ja, plus eins aus dem Grave, weil er halt nochmal einfach direkt nochmal ein Material rausholt und damit halt weitere XCs oder Synchro-Plays ermöglicht, je nachdem, wie das Setup halt entsprechend auf dem Board ist. Und deswegen, die Karte ist halt so bei V-Jump-Promos, das ist halt immer so, entweder sind die halt mega Müll oder mega krass. So, und die Karte ist halt überhaupt nicht Müll, würde ich sagen. Die ist auf jeden Fall nutzbar. Ultimativ krass ist sie, glaube ich, nicht. Dadurch, dass sie halt diese Einschränkung hat. Wenn sie das nicht hätte, dann wäre die Karte halt insane gut gewesen. Aber so wird sie wahrscheinlich trotzdem, kann ich mir vorstellen, dass eine gute One-Off irgendwie spielbar sein. Also, wenn der halt irgendwie easier searchable wäre, dadurch, dass halt er der Drache ist, ein bisschen schwierig, schränkt sich ein bisschen ein, so, womit er halt alles synergieren kann. Aber Trading geht halt immer noch theoretisch in solchen Achtern-Decks. Aber die Karte halt, wie gesagt, kann halt beim Spielaufbau gut helfen, sei es jetzt aus der Hand oder aus dem Grave. Einer von beiden Effekten kann meistens halt auch ausreichen, damit man in seine Plays gehen kann. Und falls er halt irgendwie noch aus dem Deck oder ja, nutzbar ist, indem man hier halt mild oder halt direkt aus dem Deck specialen kann, dann ist die Karte sowieso an sich sehr, sehr gut und klingt eigentlich sehr, sehr nice. Und ja, das ist besser als viele der anderen V-Jump-Promos, die wir zum Teil da hatten, die zum Teil halt echt richtiger Müll waren. Ja, das war's dann hier von mir. Wie gesagt, momentan halt nichts los. Machen wir auf die Megatin. Und auf die OCG, mal gucken, ob da was kommen wird. Im Rahmen der Weltmeisterschaft sollten wir vielleicht mal ein paar News droppen. Normalerweise tun sie es da. Mal gucken. Lass uns überraschen. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.